Bevor das Video beginnt, möchte ich nur sagen, dass ich mir extrem viel Mühe gebe habe und mich ein Like einfach mega freuen wird. Deswegen haut einfach mal nur kurz auf den Daumen nach oben. Das kostet nicht viel Zeit, das ist keine Zeitverschwendung im Prinzip. Sondern es zeigt mir einfach, dass euch solche geschnittene Sache gefalle. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Servus und herzlich willkommen hier zu einem FIFA 16 Pack Opening für Arme sozusagen. Das gibt's jetzt für Handys so einfach als Zeitvertreib. Es ist nichts anderes, es ist einfach nur sinnlos im Prinzip. Aber ich habe mir gedacht, da das Frag Danilo erst am Donnerstag voraussichtlich kommt, bringe ich heute dieses hier am Dienstag, weil ich gedacht habe, ich kriege es eigentlich bis Dienstag hin, das Frag Danilo, aber ich habe bis jetzt so viele Fail-Aufnahmen. Also ich bin immer noch dran am Aufnehmen, aber ich kriege es einfach gerade nicht hin, diese Dinge aufzunehmen. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen weg von der Spur. Ich muss mir jetzt noch mal dran setzen und gucke, dass ich die Frage richtig beantworte, ohne irgendwelches Zwischengelaber und Scheißegelaber und dass sie normal verständlich beantwortet sind. Und deswegen will ich mir da bis Donnerstag Zeit lassen. Und deswegen kommt heute dieses App-Video, weil ich gedacht habe, jetzt könnte ich mal die Apps am Dienstag bringen, jetzt in der Ferie oder halt in der Woche, wo Ferien sind. Da habe ich jetzt mal wieder einen Tag mehr Zeit, sonst würde die ja sonst immer am Mittwoch kommen, aber da am Mittwoch gerade FIFA kommt, kommen die halt nicht. Und ich kann euch auch schon mal ein paar Screens einblenden, wie ich am Handy da schon, was ich da am Handy schon alles gezogen habe. Weil das hier ist jetzt wieder am PC aufgenommen und da habe ich jetzt bis jetzt nur ein Pack geöffnet. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Also hier Danny, Cassano, Evra, Balotelli, Welbeck und halt hier noch ein Deutscher, zum Beispiel Jung hier drin. Aber ich würde einfach sagen, wir öffnen mal die Packs und es ist eigentlich FIFA 16. Einfach FIFA 16 Packs und mit Gré Douglas Costa 90 Tempo. Aber es ist lustig, man kann halt mit dem nichts anfangen. Also es ist einfach, wenn ich einfach Packs öffne. Ich weiß gar nicht, wie viele Packs ich schon am Dings auf geöffnet habe am Handy, aber es war schon bestimmt so eine halbe Stunde Packs öffnen. Also es macht einfach unglaublich Spaß irgendwie und ich habe da auch schon eben Messi gezogen. Ich habe da Luis Figo gezogen, also die Legende von Portugal und das ist einfach richtig lustig, wenn du da auch, ich habe auch schon Hero gezogen. Das ist einfach richtig lustig, wenn da einfach die lila eine Karte kommt, du jubelst aber trotzdem, obwohl es dir eigentlich nichts bringt. Was macht Breno hier? Spielt der wieder? War doch mal im Gefängnis, oder? Na gut, egal. Na, was denkst du, ich öffne jetzt einfach ein paar Packs. Warum denn nicht? Gaia, kenne ich jetzt nicht, den hatte ich aber im Handy auch noch nicht. Ich öffne einfach ein paar Packs und die beste Szene setze ich dann zusammen. Ja, Valbuena. Naja, das kann sich schon sehen lassen. 81 hat er. Ohne Inform. Welches? Carrasco. Den hatte ich auf dem Handy, glaube ich, auch schon. Neuer Rekord, 444 Punkte. Oh, noch ein Inform. Und es wird Ben Arfa. Ich weiß gar nicht, wo der gerade spielt. Da klingelt bei mir irgendwas. Ein Zoomer haben wir auch noch drin. Oh, ein Zieler Inform. Nice, den hatte ich auf dem Handy noch nicht. Das ist schön. Und Wächter gerade noch. Ohne Legende. Eine Legende. Lautrup, yeah. Die kenne ich gar nicht. Oh, geil. Wir haben eine Legende noch. Neuer Rekord. Nice. Heute sind. Mal. Schon wieder eine Legende. Was? Pires, glaube ich. Pire heißt er. Oh, Depay. Aber der ist nicht so. Ja, der hat halt 90er Tempo, aber er ist halt eine 81. Aber immerhin. Oh, ein Inform. Wer ist? Chavinho, nicht schlecht. Nur Tyson, der Hund von Pederle. Was man eben mit Y schreibt, ist die Killenburg. Und ist es Drogba hier am Start. Das hast du gesehen. Stürmer kann eigentlich fast nur warum sage ich Drogba? Er heißt Drogba. Danilo, Drogba. Okay, alles klar. Danilo, ey. Oh. Oh, hä? Was soll die Scheiße? Doppelter. Hä? Ja, einfach eine Legende und ein Inform in einem. Und insgesamt 4 über 80. Das ist krass. Ah, Gündogan. Eine 82 hat der. Und Drogba noch. Aber jetzt kommt ein Inform. Und welches? Kann ich den? Kann ich nicht? Okay, tschüss. Ist ein Georgi, oder? Pizzi. Nicht Pizza? Oh Mann, ich hätte Bock auf Pizza. Ah, Cavarral. Nice. Nice. Schon wieder Douglas Costa. Den hatte ich auf dem Handy noch nicht einmal und hier gleich zweimal innerhalb von 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten. Ich würde sagen, ich zeige euch noch jetzt die Karte, die ich gezogen habe. Zwei Legende, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, aber der nächste war halt, ist halt dann nur eine 82. Also das ist halt echt traurig. Zweimal 88 und dann gleich nur 82er. Also ist eigentlich nicht so berauschend. Dann 81er Zieler in Form noch und dann geht es halt gleich schon in den Non-Rare-Bereich. Also halt diese Karte, die halt nicht glänzen. Dann haben wir ziemlich viele Karte gezogen.
641 Karten, unterschiedliche Karten haben wir jetzt. Da mir jetzt die Aufnahme abgebrochen ist, hier nochmal ganz schnell das beste Pack, bevor meine Aufnahme wieder abbricht, weil mein Speicher voll ist. Hier der Franzose, die Legende, wie man immer ausspricht, der in Form Kassier, der Torwart von Spanien, Maurizio, noch ein 80er. Dann Baumann als Deutscher noch im Pack drin, Alti-Top, den kennt man auch noch. Und ja, das war's eigentlich schon. Deswegen würde ich hier an der Stelle sagen, wenn euch dieses Pack-Opening für Army gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns morgen bei FIFA 16 wieder. Bis dann. Ciao.